Über 16 Stücke, für den Teig, 400 Gramm Butter oder Margarine, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 4 Eier, ein Eigelb, 200 Gramm Mehl, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 1,5 Teelöffel Zimt, abgeriebene Schale von einer Zitrone für den Belag, 1 Kilogramm Birnen, 400 Gramm Heidelbeeren, 50 Gramm weiche Butter oder Margarine, 100 Gramm Zucker, 2 Zentiliter Birnenschnaps, 1 Esslöffel Zitronensaft, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 1 Eiweiß. Außerdem Puderzucker zum Bestäuben Birnenspalten, frische Heidelbeeren und Zitronenmelisseblättchen. Zum Verzieren erstens die Butter oder Margarine mit dem Zucker, dem Salz, den Eiern und dem Eigelb schaumig rühren. Das Mehl mit den gemahlenen Nüssen, dem Zimt und der Zitronenschale vermischen und einrühren. 2. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und 2 Drittel des Teiges darauf streichen. Drittens im auf 200 vorgeheizten Backofen 15 Minuten vorbacken, Hefe nehmen und abkühlen lassen. Viertens die Birnenschalen entkernen und in dünne Spalten schneiden. Die Heidelbeeren waschen und trocken tupfen. Die weiche Butter oder Margarine mit dem Zucker, dem Birnenschnaps, dem Zitronensaft und den Nüssen verrühren. Fünftens das Eiweiß zu steifem Schnee schlagen und unterheben. Sechstens die Masse auf den Teigboden streichen, mit den Birnenspalten belegen und die Heidelbeeren in die Zwischenräume füllen. Siebtens den restlichen Teig in einen Spritzbeutel mit großer glatter Tülle füllen und gitterförmig auf die Früchte spritzen. Achtens den Kuchen erneut in dem auf 200 vorgeheizten Backofen etwa 35 Minuten backen, herausnehmen und erkalten lassen. 9. Den Kuchen mit Puderzucker bestäuben, nach Geschmack mit Birnenspalten, frischen Heidelbeeren und Zitronenmelisseblättchen verzieren, in Stücke schneiden und servieren.